Willkommen im Channel. Heute erzähle ich die Geschichte des einst berühmten Tennisspielers Chris, der eine schwere Zeit durchmacht und dann trifft er Nola, eine typische Femme Fatale, die nichts als Ärger bedeutet. Chris verliebt sich in Nola und das Mädchen ist bereits mit seinem Bekannten Tom zusammen. Viel Spaß beim Anschauen. Während eines Tennisspiels kommt es vor, dass der Ball oben auf dem Netz aufschlägt und in wenigen Augenblicken auf eine der beiden Seiten des Spielfelds fallen kann. Wenn man Glück hat, fällt er auf die gegnerische Hälfte und der Spieler gewinnt, wenn man Pech hat, fällt er auf die eigene Hälfte und der Spieler verliert. Chris, ein ehemaliger Tennisstar, bekommt einen Job als Ausbilder in einem Country-Club. Er muss Neulinge unterrichten und seine Schläge mit erfahrenen Spielern üben. Chris mietet eine kleine Wohnung, in der er abends Dostojewski liest. Eines Tages bekommt er einen neuen Schüler, Tom. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie, sein Vater hat eine große Firma und Tom selbst ist bereits erfolgreich im Leben. Nach der Ausbildung ruhen er und Chris sich aus und im Laufe ihres Gesprächs stellt sich heraus, dass sie beide die Oper mögen, und Tom lädt Chris ein, mit seiner Familie in die Oper zu gehen und Chris willigt ein. Toms Schwester Chloe mochte Chris sofort und verbrachte mehr Zeit damit, den Mann zu beobachten als die Oper. Nach diesem Abend ruft Tom Chris an, um ihn in das Landhaus seiner Eltern einzuladen. Tom sagt, dass Chloe Chris dort gerne sehen würde. Auf dem Landhaus gibt es einen Tennisplatz. Hier hat Chris erst mit Tom und dann mit Chloe gespielt. Dann kommen er und das Mädchen ins Gespräch und Chris sagt ihr, dass er nicht den Rest seines Lebens Lehrer sein will, er will etwas erreichen. Sie flirten und dann geht Chris nach Hause, um sich umzuziehen. Hier lernt er Nola kennen, eine Schauspielerin und Toms Freundin. Die beiden wollen heiraten, aber Toms Mutter mag das Mädchen nicht. Vom ersten Augenblick an merkt Chris, dass er sich zu Nola hingezogen fühlt. Chris trifft sich weiterhin mit Chloe. Sie besuchen eine Ausstellung und gehen ins Kino. Schließlich nimmt ihre Beziehung eine intimere Wendung, und Chloe bittet ihren Vater, für Chris eine Stelle in seiner Firma zu finden. Als sie Chris davon erzählt, ist es ihm peinlich, aber er hat nichts dagegen, etwas Geld zu verdienen. Chris und Chloe sind mit Tom und Nola zum Abendessen verabredet. Während des Essens sehen sich Chris und Nola in die Augen. Sie stellen fest, dass sie sich füreinander interessieren und viel gemeinsam haben. Trotz seines wolkenlosen Lebens mit Chloe fühlt sich Chris zu Nola hingezogen. Er will sie kennenlernen und eines Tages trifft er sie zufällig auf der Straße, und dann nimmt der Typ Nola zu einem Vorsprechen für einen Film mit. Nola kommt sehr aufgeregt aus dem Vorsprechen und die beiden gehen in ein Café. Dort flirtet Nola mit Chris und er erwidert den Flirt. Zurück im Landhaus lernt Chris das Schießen. Im Waffenschrank von Chloes Vater befinden sich mehrere Schrotflinten, die für die Jagd und das Tontaubenschießen verwendet werden. Draußen regnet es, und so versammelt sich die ganze Familie zu Hause. Toms Mutter belästigt Nola mit Fragen über die Zukunft, und das Mädchen verlässt das Haus in einem Zustand der Verzweiflung. Chris sieht das und geht ihr nach. Sie treffen sich im Regen, küssen sich und geben sich der Leidenschaft in einem Weizenfeld hin. Chris steht eine Beförderung bevor. Er wird auf einen Wirtschaftskurs geschickt, um sich auf seine neue Position vorzubereiten. Er, Chloe und ihre Familie gehen immer noch gerne in die Oper, aber dann bemerkt Chris, dass Nola sich ihm gegenüber kalt und distanziert verhält. Er fragt sie danach und Nola antwortet, dass alles zwischen ihnen nur ein Moment der Schwäche war und dass sie jetzt Tom heiraten wird. Chris und Chloe sind seit langem zusammen und ihre Eltern drängen sie zu heiraten. Sie heiraten kirchlich und kaufen dann eine schicke Wohnung, wobei Chloes Vater ihnen hilft. Als er eines Tages mit Tom Tennis spielt, erfährt Chris, dass Tom sich von Nola getrennt hat. Jetzt hat Tom eine andere Freundin und sie haben bereits eine ernsthafte Beziehung. Diese Nachricht beruhigt Chris und er ruft sofort Nola an, aber ihre Nummer ist nicht erreichbar. Also geht er zu ihrem Haus, aber sie ist bereits ausgezogen. Mit Chloe läuft es im Bett nicht gut, und sie glaubt, dass ihr Mann nicht mehr an ihr interessiert ist, aber Chris führt seine Arbeitsbelastung als Grund an. Chloe wünscht sich ein Baby, aber bisher hat es noch nicht geklappt. In der Zwischenzeit heiratet Tom und seine Frau erwartet ein Baby. Chloe und ihre Freundin gehen zu einer Ausstellung eines neuen Künstlers und Chris soll auch kommen, aber er verspätet sich. Bei der Arbeit wird er krank. Er erinnert sich daran, dass er versprochen hat, seine Frau zu treffen, und geht. Er trifft Nola in der Kunstgalerie. Er folgt ihr und als sie ihn sieht, bittet er sie um ein Treffen, aber dann tauchen Chloe und ihre Freundin auf und Chris muss flüstern. Er fragt nach Nolas Telefonnummer. Nach einigem Zögern gibt ihm das Mädchen ihre Nummer. Danach schickt Chris Chloe nach Hause und geht zu Nola, um die Qualität ihrer Matratze zu überprüfen. Sie treffen sich immer wieder, Chris verliert den Kopf vor Verlangen, während er sich zu Hause Chloe gegenüber gleichgültig verhält.
Als Chris und Chloe mit Tom und seiner Frau zu Abend aßen, wurden sie von einem gemeinsamen Bekannten angesprochen. Der Mann ist sich sicher, dass er Chris vor kurzem gesehen und sogar nach ihm gerufen hat, aber er tat so, als hätte er ihn nicht bemerkt. Chris wollte an diesem Tag gerade das Haus von Nola verlassen, also sagt er, der Mann habe sich nur geirrt. Nola wird eifersüchtig, weil sie nicht die Rolle der Geliebten übernehmen will. Sie bittet Chris, Chloe zu verlassen, aber er gibt zu, dass das nicht leicht ist, weil er sich bereits an einen bestimmten Lebensstil und an Bequemlichkeit gewöhnt hat. Chris beruhigt Nola und sagt ihr, dass er Chloe nicht mehr liebt. Chris und Chloe sind dabei, mit Freunden nach Griechenland zu fliegen. Plötzlich erhält Chris einen Anruf von Nola und sie hat ein dringendes Gespräch mit ihm. Chris bittet sie jedoch zu warten und mit ihr zu sprechen, wenn er wieder in der Stadt ist, aber Nola will nicht warten. Sie ruft ihr Haustelefon an und sagt Chris, dass sie schwanger ist. Als Chris im Haus des Mädchens ankommt, streiten sie sich. Nola will keine Abtreibung, sie will ein Baby bekommen und es mit Chris großziehen. Am Ende verspricht Chris, Chloe zu verlassen. Nur kann Chris nicht mit seiner Frau reden, im entscheidenden Moment kneift er. Chloe gibt ihm eine Chance, sich zu erklären und fragt ihn direkt, ob er eine Affäre hat. Aber Chris leugnet es. Als er Nola trifft, verspricht er Chloe, ihr nach einer Reise nach Griechenland alles zu erzählen, aber sie fahren nicht nach Griechenland, weil einer der Freunde ins Krankenhaus musste. Gleichzeitig lügt Chris Nola immer wieder an, dass er im Moment nicht im Lande sei. Das Mädchen ruft ihn regelmäßig an, um zu erfahren, wie es ihm geht. Bei einem Spaziergang durch die Stadt sieht Nola, wie Chris aus einem Geschäft kommt und in sein Auto einsteigt. Sie ruft ihn an und fragt ihn, wo er ist. Chris antwortet, er sei in Griechenland. Danach trifft Nola Chris von der Arbeit. Sie macht eine Szene und Chris muss sie in ein Taxi zwingen, um sie nach Hause zu fahren. Dann findet er die richtigen Worte und kommt aus der Sache heraus. Nola glaubt ihm wieder, aber sie besteht darauf, dass Chris es Chloe erzählt, und wenn er es nicht tut, wird sie es ihr selbst sagen. Chris will sein bequemes und sicheres Leben nicht aufgeben, denn ihm ist klar, dass er mit Nola nichts Gutes vorhat, dass sie nur ein Ferienmädchen war. Er überlegt lange, was zu tun ist. Nachdem er seinen Entschluss gefasst hat, geht Chris in die Waffenkammer, holt eine Waffe und Munition und versteckt sie in seiner Tennistasche. Um sich ein Alibi zu verschaffen, kauft Chris Karten für ein Musical und lädt Chloe ein, mitzukommen, aber sie gehen getrennt. An dem Tag, an dem Chris Nola bittet, früher nach Hause zu kommen, sagt er, er habe gute Neuigkeiten für sie. Chris geht dann zu Nolas Haus und klopft an die Tür ihrer Nachbarin, die er zuvor getroffen hat. Er geht hinein, um zu sehen, wie ihr Fernseher läuft. Während sich die Frau entfernte, nahm Chris eine Schrotflinte heraus. Lucy ging in einen anderen Raum und erschoss die Frau. Dann inszenierte er einen Raubüberfall, nahm den Ehering der Frau mit ihrem eingravierten Namen an sich und wartete auf Nola. Als das Mädchen den Eingang betrat, rief er sie an und schoss in die Brust. Dann nahm er die Waffe in seine Tasche und entkam. Chris zitterte, als er zu Chloe fuhr, aber als er sie sah, beruhigte er sich. Die Polizei ging davon aus, dass die Frau von einem Drogensüchtigen erschossen wurde und Nola ein Unbeteiligter war, also wurde sie erschossen. Während Chloes Familie aus der Zeitung von dem Mord erfuhr, tat Chris so, als sei er fassungslos über das, was geschehen war. Im Landhaus angekommen, brachte Chris die Gewehre und die restliche Munition an ihren Platz zurück. Außerdem steckte er die Beute in seine Taschen, um die Habseligkeiten der alten Frau loszuwerden. Als Chris und Chloe die Eltern des Mädchens darüber informieren, dass ihre Tochter schwanger ist, erhält Chris einen Anruf von dem Ermittler, der den Mord an Nola untersucht. Er möchte sich mit ihm treffen. Auf dem Weg zum Detektiv wirft Chris das Beweisstück in den Fluss, aber ihr Ehering prallt gegen den Zaun, wie manchmal ein Tennisball gegen die Netzkante, erstarrt für eine Sekunde und fällt auf den Bürgersteig. Chris sieht das nicht, denn er eilt davon, um den Detektiv zu treffen. Die Polizei findet heraus, dass Nola ein Tagebuch über alles geführt hat, was zwischen ihr und Chris passiert ist, und dass er deswegen unter Verdacht steht. Aber Chris sagt, es sei nur eine Affäre gewesen und er habe kein Motiv. Sie lassen ihn gehen, versprechen aber, weiter zu ermitteln. Chris arbeitet bis spät in die Nacht und meint, ein Geräusch in der Wohnung zu hören. Er lässt sein Weinglas fallen und Nola und eine alte Frau tauchen auf. Sie beschuldigen ihn, was er getan hat, und Chris versucht, sich zu rechtfertigen. In derselben Nacht hatte der Detektiv, der das Verbrechen untersuchte, einen Traum und erkannte, dass Chris das Doppelverbrechen begangen hatte. Als der Detektiv bei der Arbeit ankommt, teilt er seine Theorie seinem Partner mit, aber der sagt ihm, dass der Mörder bereits gefunden wurde. Die Polizei wird über den Mord informiert und als sie zum Tatort kommt, findet sie einen toten Junkie mit dem Ehering einer alten Frau in seinen Habseligkeiten. Der Detektiv vermutet,
dass Chris den Ring einfach weggeworfen hat und der Junkie ihn gefunden hat, verwirft diesen Gedanken aber schnell wieder. Chloe hat in der Zwischenzeit entbunden und die ganze Familie ist glücklich und Chloe möchte bereits ein zweites Kind. Das ist das Ende des Films. Abonnieren Sie den Channel und teilen Sie in den Kommentaren mit, was Sie von dem Film und der Aktion von Chris halten. Teilt dieses Video mit euren Freunden und habt alle einen schönen Tag.